Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Episode Let's Play World of Warcraft Legion Paladin Reloaded. Wir sind dabei, unseren korrumpierten Ashbringer zu bekommen, den Hidden Skin für den Retadin, auf dem wir uns gerade befinden. Wir sind in den westlichen Pestländern und wir wollen nach 42.36 und 18.73, denn da finden wir nun den Roman, ne, das Buch, das Tagebuch von dem guten Loot. So, jetzt müssen wir natürlich aber schauen, dass wir nach Hearthland kommen. Wir wissen, Hearthland ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Scharlachrote Kreuzzug unterwegs, sondern eben die Argentum-Dämmerung hat da ihre Zelte aufgeschlagen. Da ist eine riesengroße Statue von Tyrion Fordring, der auch immer noch hier am Leben ist. Warum auch immer. Hätten sie ihn eigentlich phasen können. Ich weiß gar nicht, ob er noch am Leben. Ich weiß gar nicht, ob er noch steht. Ich weiß, dass er hier früher gewesen ist. So, wir wollen mal gucken. Ist hier irgendwo ein Buch klickbar? Das sieht nicht so aus. Da ist ein Buch. Großinquisitor. Ah ja. Ja, man kann ihn nicht loswerden, bla bla bla. Er ist wohl ein Lich geworden. So, jetzt haben wir auch diesen Schritt abgeschlossen. Ich habe sicherheitshalber nochmal das Buch aufgemacht. Jetzt müssen wir einen Schleim töten. In Trandorils River, Trandorils River auch in den westlichen. In den westlichen. Das ist der einzige Fluss, den wir haben. Von daher müssen wir mal schauen, ob wir da nicht diesen Schleim finden. Er hatte eine ziemlich lange Respawn-Rate früher und eine Limited Tag, also haben hier sehr viele Paladine gecampt, um eben ihren Hidden Skin letztendlich zu bekommen. Das sollten wir jetzt mittlerweile nicht mehr so haben. Das Schwierigste am Hidden Skin mittlerweile ist immer noch das Alterac-Talbuch. Ne, der Rest ist nicht so schwierig. So, ich glaube, hier irgendwo. Ich meine direkt irgendwo an der Quelle von diesem Fluss. Ist der Schleim gewesen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Wir fliegen einfach mal drüber. Das ist aber, glaube ich, schon der richtige Fluss, oder? Jetzt sind wir aber in den östlichen Pestländern. Das ist auf jeden Fall der Thranduril River. Vielleicht ist es vorne am Darumersee. Das kann natürlich gut sein, aber ich sehe auf jeden Fall keinen Schleim. In der Hartschweißlein. Wir können ja mal gucken, ob man ihn auf Wowhead tracken kann. Vielleicht haben sie da auch... Okay, der ist etwas nördlich von der Brücke. Anscheinend. Das ist ja schön. So, hier müsste er irgendwo rumkräuchen. Sieht momentan nicht so aus. Das ist auch nicht der Schleim. Ist er zufällig in der Höhle drin? Bist du in der Höhle drin, Schleim? Es sieht nicht so aus gerade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo dieser Schleim sein könnte. Das ist ja nett. Ne, wir schauen mal, ob wir das finden. Oh, ist eine Sackgasse auch noch. Okay, jetzt wollen wir einmal Ashbringer schwingen. Dann geht das ein bisschen schneller alles. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir diesen Schleim nicht noch erwischen können. Es ist nämlich, wie gesagt, für jeden Paladin eben dasselbe. Das sieht nicht nach dem Schleim aus. Hier geht's hier wieder nach draußen? Ich glaube schon. Dieser NPC kann in den westlichen Pestländern gefunden werden. Hat einen 30-minütigen Respawn-Timer. Sagen die Kommentare. Kommentare sagen nichts.
nichts Aussagekräftiges oder Hilfreiches zumindest. Oh, der hat viel mit Müller Health. Das ist ja nett. Also er müsste auf jeden Fall irgendwo hier rumkreuchen. Aber sie haben auf jeden Fall westliche Pestländer. Das ist ein Rare Elite Mob. Da bin ich mal gespannt, ob ich den überhaupt schaffe. Mit meinem guten Paladin. Also ich sehe hier auf jeden Fall keinen bösen Schleim. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ist er vielleicht auch einfach mal rübergewandert in die östlichen Pestländer? Kann man denn irgendwie suchen, ob der da ist, zufällig? Ich positioniere mich mal hier und lese mal nochmal. Was sagt denn Wahrheit? 69,45.8. 69,45.8. Ah ja, direkt am Flussufer. Da ist ein anderer Spieler schon, der auf ihn wartet anscheinend. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Anscheinend ist er nicht da gerade. Ja, jetzt haben wir natürlich die wunderbare Gelegenheit, hier warten zu müssen. Ja. Das ist schön. Wunderschön. Ja, dann können wir eigentlich gerade mal ein bisschen Post verschicken, ne? Warum eigentlich nicht, ne? Man kann ja auch mal ein bisschen Spaß machen. So, einmal die gute junge Dame eben zu holen. Und das schicken wir an meine Schurken. Leder und Dolch. Das geht dann einmal an den Magier. Und weiß nicht, was ich mit dem Shit anfangen soll. Ich glaub nichts. Ich glaub einfach nichts. So, der muss aber echt hier spawnen. Der steht hier seit 20 Uhr rum. Ach du Scheiße. Danke, Blizzard. Okay, ich dachte, das ist irgendwie eine Sache von ein paar Minuten oder so. Der sollte eigentlich alle halbe Stunde irgendwie spawnen. Ja. Ich würde sagen, Leute, ich hole euch einfach wieder dazu, wenn der Schleim da ist. Und vorher macht es keinen Sinn. Von daher, bis gleich. Oder nachher. Oder in 3 Tagen. Ich weiß es noch nicht. Ja, liebe Leute, so lange musste ich diesmal nicht warten. Da ist der Schleim. Da ist das Mistvieh. Ja, wunderbar. Das ging für uns doch, glaube ich, noch ganz glimpflich aus. Der Kollege hier, wie gesagt, wartet schon 3,5 Stunden auf den. Und ich gebe zu sagen, dass jenes hübsche Büchlein die einzig schwierige Sache in der ganzen Pali-Quest ist. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, ich gebe es zu. Aber wer hätte auch mit sowas rechnen können? Ganz im Ernst. Da konnte doch kein Mensch ahnen. So, das Phylakterium haben wir bekommen. Können wir jetzt direkt benutzen. Und den guten Lich hier beschwören, ne? Timoline. Und dann können wir fischen. Ich hab keine Angel dabei. Ja, geil. Ja, geil. Dann würde ich sagen, fangen wir an zu angeln. Leute, ich weiß nicht, wann ich aufhöre. Ich hab Angeln nicht gelernt. You shitting me? Oh Mann. Wo ist denn der nächste scheiß Angellehrer?
Ja, ich glaube wirklich in Undercity. Ich glaube, nächste ist einfach, oder in Brill. In Brill, glaube ich. Brill kann ich, glaube ich. Es ist so der erste Hub, wo Untote hinkommen. Aber, Alter. Ja, so dumm muss man auch einfach mal sein, ne? Also, 350 Angler müssten irgendwie sein. Okay, Fishing Skill wenigstens ist egal. Warum habe ich nicht angeln gelernt? Ich habe alle anderen scheiß Berufe geskillt, nur angeln nicht. Ach Gott. Es ist ein bisschen traurig. Es ist aber auch ein bisschen witzig. Bin mal gespannt, bei welchem Angeln-Skill wir am Ende aufhören. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall am Thorandil-Fluss angeln und den Splitter der Finsternis hochangeln. Und das war's eigentlich. Ich glaube, dann haben wir die ekligsten Schritte geschafft. Okay. Ich dachte, das Buch wäre schon ekelhaft gewesen, aber okay, diesmal war es echt einfach mega Glück, dass da dieser scheiß Schleim endlich mal gespawnt ist. So, wo können wir hier, gibt's hier eine Wache oder sowas? Der hat auf jeden Fall so ein Dings. Train me. Herbalist, das wollen wir gar nicht. Haben wir nicht irgendwo eine Wache? Da ist eine Wache. So, angeln. Profession Trainer. Was? Ist nur einer? Ne, der ist der Koch. Da ist der Koch. Stehen die hier irgendwo noch? Sind die alle hier? Sind die draußen? Okay, wir probieren es nochmal. Profession Trainer. Was? Ah ja. Profession Trainer. Kann der alles? Nee, der kann nicht alles. Ach Gott. Muss ich da wirklich in die Undercity reinfliegen? Ich muss, glaube ich, in die Undercity reinfliegen. Und ich dachte so, ja, Mann, du bist vorbereitet, ja. Dir kann nichts mehr passieren. Du hast eigentlich alles geskillt. Ja, nee. Ne? Fängst du diese Videoserie an, denkst du so, ja, komm, das passt schon irgendwie, ne? Der hast ja alles gemacht. Da hast ja die beiden Bücher. Das kann ja nicht schlimmer werden. Es kann ja nicht schlimmer werden. Ne? Manchmal muss ich mir für mich selbst wünschen, dass der Herr mal Hirn vom Himmel regnen lässt. Muss man sich ab und zu mal für sich selbst wünschen. Geht nicht anders. So, Invincible ist eigentlich ein schönes Pärchen. Da kommt man hier ganz gut durch. Und welcher Aufzug ist da? Keiner. Keiner von beiden ist da. Wir können schon mal fragen, wo ist denn Profession Trainer? Wir wollen... Sag bitte nicht der Fishing da. Ich dachte, es hätte irgendwie Angeln. Aber es ist Fishing auf Englisch. Wo sind die Aufzüge? You're shitting me. Da ist einer. Nein! Ist weg. Da ist einer. Ja! Aufzug! Puh. Warum es auch immer noch keinen anständigen Weg in die Undercity gibt, warum muss es immer noch um diese dreckigen Aufzüge gehen? Aber okay, wir haben endlich den Angellehrer. Er ist hier, um die Ecke. Noch ein Stück. Ja, da steht er rum. Auch mit Angel-Supplies, das ist ja nett. So. Komm, kann ich hier direkt... Ich kann doch nicht direkt upgraden. Ist nicht euer Ernst, oder? Es ist nicht euer Ernst. Ich kann jetzt nur bis Level 75 das Ganze machen. Ach Gott. Ach Gott, also... Bis 75 kann ich jetzt meinen Angelskill maxen und dann nicht mehr.
Ich fliege garantiert nicht nochmal zurück, um den Angelskill hochzutreiben. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Das wäre einfach nur selten dämlich. Warum sind diese Türen nicht einfach immer fucking auf? Danke. So, natürlich ist die hier jetzt auch zu. Ja, wunderbar. Haben wir auch den Fahrstuhlboss der Undercity im Dreck liegen sehen. Heute, ne? Haben wir ja einiges geschafft, du. Boah. Ey. Boah. Das ist schlimm. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlimme Quest. Und ich werde langsam müde. Okay. Ich hatte eigentlich auch nicht geplant, so viel jetzt aufzunehmen. Es war mehr eine spontane Eingebung und ich werde jetzt diesen dreckigen Kristall einfach angeln. Und dann ist gut. Ja. Also wir machen die Folge mit Angeln noch fertig. Es müssten jetzt noch so irgendwie 5 Minuten sein. Und wenn es da nichts geworden ist, dann seht ihr mich wieder, wenn ich das Viech geangelt habe und wenn wir wieder in der Klassenhalle sind. Weil, liebe Leute, da tue ich euch jetzt nicht noch an. Ja, wir haben so viel Scheiße heute schon gemacht. So viel uns in Diamol verlaufen und auf diesen dämlichen Spawn gewartet. Na gut, auf der anderen Seite, ne, so lange hat es nicht gedauert. Ich glaube, der Kollege war ein bisschen mehr pisst, dass er so lange warten musste. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen, man muss einfach nur warten, bis man AFK geht. Und dann passiert das schon ganz alleine. Von ganz alleine. Und wir können eigentlich auch mal an der Shore mal den Boss machen. Brutalus. Habe ich eigentlich ein Siegel? Nee, habe ich nicht. Muss ich mir nochmal organisieren. Und ja, dann kann man nochmal ein bisschen Gear abstauben. 900 Gear droppt der, glaube ich. Das ist eigentlich alles, glaube ich, ganz nice für uns. So, Kollege ist hier auch noch am Angeln. Das ist schön. Ich tausche mal die beiden hier aus. Weil die werden garantiert noch häufiger als einmal angeln müssen. Sagt er und kriegt jetzt direkt das Ding. Okay, das war es nicht. Hätte ja sein können. Man muss es ja mal probieren. So, was sagt hier? Professions. Okay, kriege ich auch nur, wenn ich die Angel equipped habe. Aber das ist ja auch vollkommen egal. Der Angelskill ist ja vollkommen irrelevant für dieses Ding. Na. Da beißt nicht. Da beißt nicht. Okay, ist es doch? Ah, sehr stark langweilig, muss ich sagen. Wenn ich selbst schon anfange zu gehen, kann es euch nicht viel besser gehen. Ich würde sagen, diese Episode ist einfach ein bisschen kürzer. Ein ganz kleines bisschen. Und wir sehen uns dann zum hoffentlichen Rest dieser wunderhübschen, ja, ich will nicht sagen Challenge, Hidden Skin, Reihe, Tortur, Odyssee vielleicht. Ja. Sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.